Gut, ja, ich würde sagen, dann starten wir schon langsam. Ja, freut mich, dass wieder ein paar eingeschaltet haben, da sind. Heute geht es eben, wie angekündigt, um Livestreaming. So, schauen wir, ich reiße mich diesmal zusammen. Letztes Mal habe ich immer zum Bildschirm geschaut. Diesmal schaue ich, dass ich zu euch schaue, also Richtung Kamera. Ja, um was soll es heute gehen? Ich sage euch kurz einmal ein wenig die Themen. Es ist wieder natürlich wie gehabt, jederzeit Fragen. Also wenn irgendwer Fragen hat, ja, einfach melden, eine schreiben. Ich schaue inzwischen immer wieder mal. Und natürlich dann am Ende werden es gesammelt beantwortet. Gehen wir jetzt diesmal eben Livestreaming, Webinare, Videochats. Wann brauche ich eigentlich ein Live-Video? Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich? Wann nutze ich was? Was bringt mir eigentlich was? Welche Plattformen gibt es eben da auch? Wie kann ich Qualität verbessern? Ist natürlich oft einmal ein Thema, gerade wenn das ein wenig professionell einfach ausschauen soll. Welche Hardware, welche Mikro, Software und so weiter brauche ich? Dann geht es natürlich darum, für was nutze ich jetzt an die Sachen, was kann ich eigentlich da jetzt an während der Zeit. Animationen, Videos einspielen, wie kann ich zum Beispiel Bildschirm freigeben. Mir ist natürlich bewusst, dass viele vielleicht da schon einen höheren Wissensstand haben, gewisse Sachen schon wissen, das dann ein bisschen fad ist, aber für andere vielleicht eben nicht. Drum gehen wir einfach da ein. Und genau. Ja, dann eben geht es natürlich auch um Fragen. Vielleicht, wenn Sie kurz magst oder so Kommentare, damit ich sage, ob der Chat, ob der alles passt. Und dann starten wir schon los. Ja, zuerst geht es einmal um das, was ist eigentlich jetzt Unterschied. Livestream, Webinar, Videochat. Livestreams ist zum Beispiel, eben, wie wir jetzt machen, über Facebook, über YouTube, wo im Grunde eigentlich die Qualität eben sehr gut ist, ihr aber keinen Videorückkanal habt. Das heißt, ihr seid zu mir, ich sage vor euch nur die Chats, nur die Kommentare. Ist an sich kein Ding. Also Livestream ist für das gedacht, dass man einfach halt zum Beispiel Wissen weitergibt oder halt irgendwas vorstellen kann. Und halt, wenn natürlich gerade, wenn mehrere Leute zuschauen, ist oft mit Videorückantworten natürlich ein wenig aufwendig oder ein wenig kompliziert. Beziehungsweise wird es dann auch natürlich unübersichtlich. Für sowas ist Livestream eben ganz gut, sprich, dass ich da einfach, wenn was verzeihen kann, fragen. Wenn ich natürlich vor einer Firma oder irgendwie zum Beispiel ein Training mache oder eine Unterrichtseinheit, da ist dann Skype, Zoom, solche Plattformen natürlich viel besser geeignet. Zum Beispiel gehen wir dann konkreter nur ein, intern haben wieder andere Sachen sinnvoll. Ja, und eben natürlich die dritte Geschichte, was es eben gibt, sage ich mal, ist im Grunde kein Live-Video, was oft auch sogar Sinn macht, weil wenn ich jetzt nicht wirklich Fragen beantworten muss oder irgendwie, sage ich mal, eben einen Rückkanal brauche, dann ist natürlich das, sage ich mal, ja, kann ich ein Video auch vorher aufnehmen, schneiden und zur Verfügung stellen, auch zum Beispiel zur Verfügung stellen, dass man es jetzt nicht automatisch runterladen kann. So, jetzt muss ich aber kurz schauen. Ich kriege, glaube ich, keine Kommentare. Einer. Vielleicht, wenn wer kurz einen Kommentar schreiben muss, sonst muss ich dann kurz schauen, was da hat. Ja, Skype kennt wahrscheinlich jeder. Skype ist an sich gut, ist natürlich jetzt in der Zeit auch ein bisschen überlost, während Covid-19-Situation, falls sich wer später das Video anschaut. Ist eine wichtige Sache zum Beispiel gerade für Musiklehrer ist, unbedingt in die Einstellungen und der Audioeinstellungen eingehen und die automatische Mikrofonlautstärken ausstellen. Sonst kann ich im Grunde das nicht wirklich nutzen, weil Skype immer automatisch regelt, lauter, leiser, ist einfach sehr, sehr ungut, und kann man dann dadurch nicht wirklich sinnvoll nutzen.
Wo es da natürlich gibt, ist Zoom. Zoom hat zum Beispiel im Vergleich zu Skype viel mehr Möglichkeiten. Ich kann bei der Bildschirmfreigabe nur gewisse Fenster freigeben. Vielleicht gibt es bei Skype inzwischen auch schon. Ich kann mehrere Leute nehmen, habe im Vergleich zu einem Livestream eine schlechtere Qualität, aber ich habe einen Rückkanal. Das heißt, ich sage, wenn jetzt dann zum Beispiel Leute aufzeigen, solche Sachen. Das habe ich da dann einfach dabei. Und eben kann man zum Beispiel bei Zoom oben ein Leisten anzeigen lassen mit alle Teilnehmer, die was dabei sind, kann die stumm schalten als Moderator, kann es live schalten, kann auch das Bild verwenden oder den Bildschirm vor demjenigen freigeben. Das heißt einfach für so Videomeetings, da ist Zoom dann oft einmal deutlich sinnvoller. Wo es dann eben auch noch gibt, ist Microsoft Teams, ist derzeit auch gratis während der Situation, ist generell auch bei Office 365 und so weiter, wann wer dabei hat. So, Kommentare funktionieren wirklich nicht. Shit. Okay, ich schaue, ob ich das inzwischen korrigieren kann. Also da ist dann eben zum Beispiel Teams für interne Sachen sinnvoll. Teams, da habe ich OneNote Outlook integriert. Wie gesagt, es ist bei Office 365, sprich bei der E-Mail-Geschichte, was viele inzwischen schon haben dabei. So, jetzt schalten wir sie Kommentare ein. Vielleicht, wenn irgendwer noch mal kurz einen Kommentar schreiben mag, jetzt ein Message, glaube ich, hoffe ich. Ja, also wie gesagt, Microsoft Teams ist eben für interne, externe Leute einladen, ist ein wenig schwerer. Das ist bei Zoom zum Beispiel extrem einfach. Das heißt, wenn ich bei Zoom jetzt dann sage, ich will einen hinzufügen, sage ich Teilnehmer einladen, kriege automatisch eine E-Mail und habe eben dann mit der E-Mail in ein paar Sekunden, man muss was runterladen, das schon, aber habe in ein paar Sekunden was runtergeladen. Und kann eben das relativ leicht einfach auch wenn zumuten, der was sich nicht so gut auskennt, dass der das nutzen kann. So, jetzt muss ich kurz, Entschuldigung, schauen, heute feige jetzt irgendwie ein wenig. So. Ah, okay. So. Jetzt darf man es geschafft haben, hoffe ich. Ja, sehr gut. Entschuldigung. So. Ja, also wie gesagt, Microsoft Teams, intern sinnvoll, ihr habt Chats, ich kann einzelne Gruppen, wie bei Slack, wenn das vielleicht wer kennt, erstellen. Und ja, habe eben da dann die Möglichkeit, dass ich das zu Channels zusammenfasse. Das heißt, wenn es jetzt um den Kunden geht oder um das Projekt, kann ich mir einzelne Chats dort erstellen, ein wenig ähnlich wie in WhatsApp, kann Videoanrufe machen, kann Termine planen, habe eben Outlook OneNote integriert. Wenn ich jetzt dann für mehrere Leute streamen will, dann bietet sie natürlich eben zum Beispiel so Sachen wie im YouTube Vimeo. Dann gibt es auch bezahlte Plattformen wie GoToWebinar, Eventbrite an. Wer da genau das wissen will, meiden, weil es ist einfach immer so individuell, was brauche ich, was möchte ich nutzen. Das heißt, eben zum Beispiel bei Vimeo, GoToWebinar, habe ich die Möglichkeit, dass ich eben Tickets verkaufe, dass mehrere Leute mit einer guten Qualität zuschauen, dass das alles dort gehostet wird, eben zum Beispiel. Ja, ein wichtiges Thema ist natürlich auch oft, wie gut ist, sagen wir mal, die Qualität. Meistens nutzt man natürlich ein Laptop oder ein Handy, und da hat man das große Problem, es sind einfach die eingebauten Mikrofone und Kameras nicht schlecht für ein Videogespräch, ja, ist okay, aber halt für Verständlichkeit und so weiter meistens nicht unbedingt so optimal. Da habe ich eben dann zum Beispiel natürlich die Möglichkeit, dass ich jetzt dann einfach ein wenig weitergehe. Kurz aber vielleicht die Grundlagen, wenn wer sagt, naja, ich möchte einfach mit dem, was ich habe, halbwegs eine gute Qualität erreichen. Mag vielleicht nochmal kurz wer einen Test schreiben im Chat, damit man sagt, ob das hier hat. Also, wenn ich jetzt dann sage, ich möchte zum Beispiel das Handy nutzen, kann ich, es gibt so kleine, ich halte das einfach einmal kurz in die Kamera. Wenn es scharf steht, das zeigt mein Gesicht, okay.
stelle auf meine Geschichte scharf. Genau, also so Mini-Stative kosten nicht viel und habe den riesen Vorteil bei so einem Mini-Stativ, gibt es eben auch Handyhalterungen, gibt es auch natürlich große Stative, da sie eben da relativ leicht eben einfach die Geschichte nutzen kann. So. Die Geschichte nutzen kann und mein Handy hinstellen kann und nicht immer halten muss. Gut. Eben dann natürlich auch beim Handy gibt es Geschichten wie Steadicam-Ersatz, also ein Gimbal. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache, das fürs Livestreaming bietet sich nicht so gut an. So, okay. Jetzt haben wir endlich die technischen Probleme unter Kontrolle. Danke für die Antwort. Wenig unprofessionell, gell? Das wird einfach ausgeschnitten. Nein. Ja, das ist zum Beispiel eben so eine Geschichte, ein Gimbal. Er sagt immer mein Gesicht. Genau, das heute im Grunde in der Hand, kann da das Handy einzwickern. Mit sowas habe ich eben dann die Möglichkeit, dass ich mein Handyvideo gut stabilisiere und einfach, ja, das gleich einmal viel professioneller ausschaut, wenn es da nicht die ganze Zeit immer wahrgeht. Ich habe auch beim Handy dann zum Beispiel eine Möglichkeit, es gibt von Rode zum Beispiel so ein kleines Mikro, das kann ich anstecken, dann ist auch da Qualität schon einmal deutlich besser von dem her. Ja, also das zum Thema Handy, wie gesagt, bei Skype zum Beispiel Audioeinstellungen machen, Stativ, wie gesagt, gibt es überall relativ günstig. Dann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will das besser machen, eine bessere Qualität, hat man vielleicht irgendeine Menge Kamera daheim. Also eine Fotokamera, die haben sehr oft die modernen eigentlich einen HDMI-Ausgang. Und mit dem HDMI-Ausgang kann ich eben dann relativ leicht eigentlich eben Geschichten auch am PC einbringen. Ich brauche dann ein Capture-Device nur dazu, das heißt, irgendein Teil, das was man jetzt zu USB, zur Webcam mehr oder weniger macht, kosten 100, 150 Euro schon, also um den Preis kriegt man da schon was, dann kann ich im Grunde eine Kamera anstecken. Nichts anderes habe ich jetzt da, ich habe jetzt nicht bei uns die große, riesige Videokamera angesteckt, sondern es ist im Grunde eine Fotokamera, ein HDMI-Ausgang und halt natürlich je nachdem, welches Objektiv das ich habe, habe ich eben zum Beispiel wie bei mir jetzt da einen unscharfen Hintergrund, was natürlich das Ganze auch professioneller macht. Da vielleicht gleich zum Thema Hintergrund, auf das immer gleich schauen, wo fühle ich mich hin. Natürlich ist immer die eigene Wohnung oft im Hintergrund. Wenn ich jetzt dann sage, so bei einem Videochat stört mich das, dann kann ich bei einem Videochat natürlich hergehen und sagen, bei Skype, bei Zoom, bei den ganzen Plattformen, meinen Hintergrund austauschen oder wachzeichnen, schaut natürlich ein wenig unnatürlich aus. Aber wenn ich sage, ich will nicht, dass wer zeigt, wo ich bin, und sonst halt einfach irgendwo ein wenig eine Flächen suchen, wo ich mir ein wenig einen Hintergrund eben machen kann. Genau, also das ist einmal Kamera und eben dann ein Capture-Device, damit ich in den Computer reinkomme. Ganz wichtig ist natürlich immer der Ton. Ein Ton kann ich zum Beispiel relativ leicht verbessern mit einem USB-Mikrofon. Gibt es auch wieder zuhauf, beziehungsweise gerne dann melden. Kosten auch gar nicht so viel. Und da kann ich dann eben am PC das Mikrofon anstecken, kann das genauso auswählen wie das interne Mikrofon vom Laptop oder PC. In meinem Fall habe ich jetzt zum Beispiel das Mikrofon im Bild. Es gibt dann aber auch zum Beispiel, wie jetzt ein DS ist, sogenannte Shotgun-Mikrofone. Die haben eben dann den Vorteil, die kann ich relativ gut außerhalb vom Bild positionieren und nehmen trotzdem Qualität sehr, sehr, sehr gut auf. Hat eben den Vorteil, ich sage es nicht, wie da zum Beispiel, habt ihr vielleicht bei Videos oder was gesehen, so das, was da oft runterhängt, wo einer eben das lange Stativ hält, an Galgen, an Boom auch genannt auf Englisch. Und mit einem so einen, da kann ich außerhalb positionieren. Ist natürlich von der Qualität, ist so ein Großmembran-Mikrofon, wie es jetzt da ist, mitunter nur ein wenig angenehmer. Da gibt es eben auch schon, sage ich mal so, billig China-Teile, beziehungsweise auch die deutschen Hersteller sind natürlich da sehr gut, sehr teuer. Aber eben, wie gesagt, die kleinen sind oft gar nicht schlecht von der Qualität. Wenn ich natürlich ein vorhandenes Mikrofon habe oder immer so ein Großmembran oder so ein der Mikrofon nutze, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich mir ein Audio-Interface nehme.
Das heißt, ich nehme so ein Audio-Interface, gibt es auch schon wieder ab 40, 50 Euro. Ich glaube, sogar gibt es sogar um 30 Euro welche, wo ich eben dann zum Beispiel zwei Eingänge habe. Das heißt, ich kann mein normales Gesangsmikro, jedes Mikro im Grunde mit XLR-Anschluss hernehmen. Bei Handys muss ich oft eben mit einer kleinen Klinken reingehen. Und eben mit das Audio-Interface tut nichts anderes, als wäre das einfach das Mikrofon eben wieder zur USB-Audio-Quellen umwandelt. Und kann eben da dann das Mikro hernehmen. Natürlich eben die ganzen Kleinigkeiten, was ich ein wenig so brauche, sind Kabel, Stativ und so weiter, brauche ich natürlich auch zum Verbinden. Licht ist natürlich auch immer nicht unwichtig. Meistens macht man so, ja, passt schon, mache ich. Dann schaut es natürlich oft nicht unbedingt so gut aus. So, haben wir Frage. Genau, zum Beispiel, weil gerade Magdalena fragt, wann ich jetzt zum Beispiel trainiere, kann ich sowas nicht nehmen? Vielleicht dann nur einmal genau erklären, wo es nicht nehmen kannst, von dem her. Was sie dann anbietet, ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, was du meinst, was du nicht nehmen kannst. Vielleicht nochmal kurz schreiben, bitte. Inzwischen gehen wir kurz weiter. Eben, wie gesagt, Licht ist natürlich auch immer ganz entscheidend. Der Baustrohler vom Baumarkt oder so geht natürlich, wenn ich jetzt dann sage, so, ich habe ein bisschen was über, eben LED-Lampen oder was, ist meistens von der Farbstabilität und so weiter natürlich deutlich besser. Also da gibt es dann auch so Videoleuchten, auch gar nicht so teuer, dass das einfach gleich mal besser ausschaut. Und gerade wenn ich jetzt dann sage, ich übertrage vielleicht irgendwie vor einer Firma was, dann ist natürlich, dann sind oft die 50, 100 Euro sehr sinnvoll investiert, damit das einfach was gleich schaut auch. Gut, bis das Pfrog noch genauer kommt. Wenn ich natürlich jetzt dann da, habe ich jetzt einen ganz entscheidenden Punkt noch nicht erwähnt. Ich brauche. Ah, okay, gut. Gehen wir kurz zurück, und zwar Magdalena eben ist zum Beispiel, macht Physiotherapie, Personal Training und so weiter, was anbietet ihre Kunden, und sie sagt eben, wann ich trainiere, kann ich sowas natürlich nicht verwenden, so ein Mikro. Da eben, also so ein Großmikro, schätze ich mal, hat Magdalena gemacht, da bietet sie eben dann zum Beispiel Magdalena ein Shotgun-Mikro an, sprich eben, wie es jetzt dann da ist, genau, das ist ein Standmikro. Also das Große ist auf ein Stativ. Du kannst aber, du wirst du jetzt zum Beispiel Kamera nicht bewegen. Die wird an einer Stuhl dort stehen. Aber wie du sagst, eben natürlich so weit herbei. Wie gesagt, da bietet eben dann so ein Mikrofon an, weil das kann ich 2, 3 Meter wegstellen bei der Kamera befestigen, wie auch immer. Was tut das Mikrofon im Grunde? Das hat den riesen Vorteil. Eben, es nimmt da vorne auf und alles, was da jetzt an seitlich an Audiosignale reinkommt, fängt sie eben da und wird nicht aufgenommen. Das heißt, ich blende jetzt an da zum Beispiel den Hall und so weiter vom Raum relativ gut aus und kann jetzt dann eben das Mikro einfach im Raum irgendwo positionieren, weiter weg, außerhalb der Kamera, damit es nicht die ganze Zeit heulen muss. Wo es natürlich stimmt, wenn ich jetzt dann sage, okay, ich bin einmal dort, einmal dort, einmal da, vom Trainieren her, dann stößt auch so ein Mikro ein wenig an seine Grenzen, aber in der Regel wird man in dem Bereich, wo Kamera hinfilmt, wo es herzeigen, Übungen, und da bietet es eben so ein Mikro an dann zum Beispiel. Ich da unbedingt ein solches empfehlen, nicht wie man es öfter mal bei Videos zeigt, dass jetzt dann so Lavalier-Mikros oben sind. Erstens habe ich da natürlich immer die Geräusche vom Rieren und so weiter. Ich brauche einen Funk, damit ich nicht irgendwie immer das Kabel habe. Es schaut, finde ich, aber nicht so professionell aus. Also da ist also ein Shotgun-Mark-Mikro deutlich besser. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet. Sonst gern nochmal nachfragen. Genau. Eine wichtige Geschichte, was ich jetzt nicht erwähnt habe, eben wie gesagt, ist, ich brauche natürlich einen PC oder einen Laptop trotzdem dazu.
Das heißt, außer beim Handy, wenn ich jetzt am Handy irgendein kleines Mikro anstehe, es gibt auch für das Handy so kleine Sets, wo ich jetzt ein kleines Mikro, ein kleines Videolicht dabei habe, damit ich das Handy zu einem kleinen Videostudio umfunktionieren kann. Achtung, ein wenig aufpassen, so gewisse Sachen funktionieren halt natürlich nicht so gut am Handy, drum eben gehe ich eher ein bisschen mehr auf Laptop ein. Am Laptop brauche ich eben, da habe ich eben dann zum Beispiel YouTube, Facebook, die alle eigentlich selber schon einmal die Möglichkeit an zum Streamen. Das heißt, da brauche ich keine zusätzliche Software. Die haben das selber, auch der Chat ist integriert, die Antworten und so weiter. Wenn ich natürlich jetzt dann sage, ich will so Sachen einblenden, habe ich zwar auch nicht da, zum Beispiel jetzt, wenn ich hergehe, sage, ich blende jetzt von der Magdalena eben die Frage zum Beispiel ein. Sowas geht mit YouTube selber nicht oder auch zum Beispiel mit Facebook nicht. Aber natürlich kann bei Facebook jeder auch die Kommentare seitlich mitlesen, beziehungsweise bei YouTube. Da brauche ich dann extra Software. Welche Software gibt es zum Beispiel? Es gibt OBS Studio. Ist gratis, ist eigentlich sehr gut. Mit OBS Studio kann ich Videos einspielen, kann ich mein Bildschirm für Livestreams freigeben, was jetzt zum Beispiel bei YouTube jetzt auch nicht geht. Genau, also da ja, ist dann einfach so eine Software sinnvoll. Deva fragt, welcher Mikrofon empfehle ich für Online-Gesangsunterricht? Was macht da Sinn? Theoretisch kann man zum Beispiel sogar sein eigenes SM58 oder was wahrscheinlich sehr viele selber haben oder irgendwie von der Band oder wer immer, ist jetzt ein grundsolides Mikro, von der Qualität nicht schlecht. Wenn ich jetzt dann so ein Mikro habe, dann sage ich so, ich besorge mir eben ein Audio-Interface, zwei Kanäle reichen da vollkommen aus und schließe das Mikrofon eben da zum Beispiel an. Wenn ich natürlich sage, so, ich will ja besser so ein typisch Sprechermikrofon ist, zum Beispiel Shure SM7B für Gesang, ist eben dann natürlich, gibt es auch zum Beispiel einige neue Firmen, Warm Audio und so weiter, die was relativ gute Großmembran, die was einfach ein wenig weicher klingen oder einfach ein wenig einen anderen Klang haben. Kann man natürlich individuell dann schauen, aber Gesang, also wie gesagt, wenn ich jetzt nicht viel ausgeben will, dann kann ich ruhig SM58 ein Audio-Interface nehmen. Wenn ich ausgeben will, gibt es um 100 Euro, gibt es um 500 Euro, gibt es, wenn ich jetzt ein Stop-Mikro für Gesang, was im Grunde bei fast alle Pop-Hits genommen wird, ein Neumann U87 nehmen, ja, das kostet über 3000 Euro. Also da ist wirklich, aber von der Qualität her, meins zum Beispiel ist jetzt ein so ein 400-500 Euro Mikro, also ist jetzt ein von der Qualität schon nicht so schlecht, aber wie gesagt, gibt dem auch deutlich günstiger was. Also wie gesagt, für Gesangsunterricht, um das konkret jetzt nochmal zu beantworten, theoretisch gern zum Beispiel das SM58, weil da weiß man oft, wie das einfach auch klingt. Oder sonst, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Großmembran oder mich stört es nicht, wenn es im Pult drinnen ist, eben mal schauen, zum Beispiel so, ja, bei den ganzen Online-Händlern oder natürlich nur besser bei, es bieten jetzt wir bei uns in der Nähe Roadhouse oder wie immer, viele einen Lieferservice bzw. Versandservice an, damit man jetzt nicht nur bei den großen Geschichten einkauft. Also wahrscheinlich jeder Musikhändler freut sich, wenn es anruft und sagt, du hast du das. Genau, sonst gerne nochmal nachfragen. Ja, wenn ich jetzt dann sage, ich will einfach das ohne PC machen, dann ist natürlich genauso möglich. Ich sage schon, heute braucht man ein bisschen länger, aber es sind doch einige Fragen und ich hoffe auch interessant für alle. Mit unseren Startschwierigkeiten haben wir auch ein wenig Zeit verloren. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt nicht immer die Möglichkeit am PC, gibt es sogenannte so Streaming-Castle, im Grunde nenne ich es jetzt einmal, die wo es im Grunde einfach eine Stromversorgung oder teilweise ein Akku gehen, wo ich jetzt dann einfach kein PC brauche, eine Internetverbindung brauche ich natürlich immer. Und da gehen wir vielleicht gleich auf das ein. Internetverbindung ist relativ wichtig. Also selbst ich da, obwohl ich eine relativ gute Anbindung habe, wenn ich jetzt dann gleichzeitig auf YouTube und auf Facebook streame,
ein weniger Problem, dass ich die Leistung herbringe. Das heißt, da eventuell dann für eine Plattform entscheiden und vor allem schauen, dass die Internetverbindung halbwegs gut ist. Bei so Video-Chat-Geschichten ist das Ganze nicht so tragisch. Die haben meistens eine viel schlechtere Qualität. Das heißt eben, wenn ich jetzt dann sage, Zoom, Skype oder wie auch immer, da reicht eine normale Internetverbindung, sagen wir mal, über WLAN-Handy oder ganz egal, vollkommen aus. Wenn ich jetzt dann wirklich das ein wenig machen will, schau, habe ich eine gute Verbindung, auch vor allem zu der Zeit, wo ich streame, das heißt auf Nacht oder was, ist eben doch immer, oder jetzt, wo einfach sehr viele online sind, arbeiten und so weiter, ist eben zum Schauen, Netzwerkkabel. Wenn ich die Möglichkeit habe, Netzwerkkabel, dann ist das wurscht, ob es 30 Meter lang ist oder was, beziehungsweise fast wurscht, aber ist halt, bringe viel mehr Daten durch und halt die Internetanbindung ist gut. Generell werden zum Beispiel auch Handys bevorzugt gegen so Online-Router wie die A1 Cubes und so weiter. Und da kann ich eben dann so ein kleines Teil verwenden, kosten, was jetzt in ein paar hundert Euro, wo ich im Grunde alles drinnen habe. Das heißt, das Teil, da stecke ich dann zum Beispiel meine Kamera, mein Mikro an, passt, kann streamen. Muss jetzt nicht das über den PC machen, aber wie gesagt, Kosten, das ist eher dann, wenn ich es fix irgendwie zum Beispiel für Kirche Messeübertragung installiert habe. Solche Sachen sinnvoll. Ja. Was ist noch? Genau, die Sachen haben wir eh schon gesagt. Software gibt es dann natürlich auch noch Geschichten, zum Beispiel Vimeo eben kostet was, Vimeo verteilt es an mehrere Plattformen oder Wirecast gibt es auch Software oder eben zum Beispiel eben auch noch andere, wo ihr eben dann so Einblendungen mit Greenscreen, wer wirklich im Bilderstudio oder Nachrichtenstudio eben arbeiten kann, Hintergrund ausblenden und so weiter, gibt es natürlich noch und nöcher. Und wenn ich jetzt natürlich sage, ich will jetzt nur einen Schritt weitergehen mit mehreren Kameras, brauche ich eben dann zum Beispiel einen Videomischer. Gibt es auch schon wieder, ist natürlich jetzt immer alles so, ein paar hundert Euro ist auch doch ein wenig Geld, aber ja, zahlt es einfach aus. Zum Beispiel ein Blackmagic Atem Mini, Achtung, Lieferzeit, haben da glaube ich jetzt 4 Wochen, das Zeug ist alles ausverkauft. Ich habe, vor es wäre jetzt ein da, was da, wo ich auch einige Sachen natürlich dort zum Ausleicher. Das heißt, wenn wer was braucht, Mikro, Audio Interface, Steadicam zum Beispiel, ist eigentlich alles dort zum Ausleicher. Weiß, Gott sei Dank, links habe ich vorher gar nicht gesagt. Im Grunde ein Capture Device schaut eben zum Beispiel dann so aus. Das ist zwar jetzt nicht einmal ein Capture Device, aber eben hat halt dann einfach die Eingänge. Und eben zum Beispiel Kamera, wie gesagt, ist oft einfach irgendein Video, irgendeine Fotokamera oder was ausreichend. Natürlich, die ist jetzt ein MA von uns wieder ein wenig besser nicht zum Beispiel, aber da. Ja, muss man einfach schauen, kommt man im Grunde, sobald der einen HDMI-Ausgang hat, der was nicht die Infos ausgibt von der Kamera, also Clean HDMI, das haben die meisten Kameras, reicht die schon aus. Genau. So, jetzt habe ich am Faden verloren. Ja, mehrere Kameras. Videomischer. Dann kann ich nämlich zum Beispiel auch überblenden, wenn ich jetzt an irgendwas herzeige, wo ich was jetzt da am Schreibtisch passiert oder bei einem Schlagzeuglehrer. Als Beispiel, wenn ich jetzt einen Schlagzeuglehrer und das übertrage, so, da sagt nie wer meine Füße. Da werde ich im Grunde 2 Kameras brauchen. Mitunter tue ich zum Beispiel dann eine GoPro oder was hier oder wie auch immer. Oder mache das eine mit der Webcam und das zweite zum Beispiel mit einer anderen Kamera, damit ich einfach auch Füße zum Beispiel herzeigen kann. Oder natürlich für Firmen dann auch. Ja, damit wir jetzt dann auch wirklich ein wenig eingehen, was kann ich jetzt da, wie kann ich das machen? Generell würde mir immer überlegen, was macht Sinn? Brauche ich eigentlich ein Live-Video, brauche ich einen Chat oder brauche ich ein Video? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Hausmesse oder was oder irgendeinen Rundgang oder sowas sagen möchte, da kann ich mitunter vorher aufnehmen, weil Fragen oder was ist die Frage, ob ich das jetzt dann live oder eben mit ein wenig Versatz brauche. Bei natürlich Besprechungen ist ganz klar, brauche ich einen Chat. Bei Unterricht brauche ich eben dann zum Beispiel, und da kommen wir jetzt dann zu den Lehrern, brauche ich mitunter eine Software, die was weniger zeitlichen Versatz hat. Zum Beispiel Streaming, wie es jetzt dann ist, über YouTube und Facebook.
kannst du zum Beispiel komplett vergessen, weil einfach 30 Sekunden oder was eine Zeitverzögerung ist, bis das konvertiert, online und so weiter ist. Dafür natürlich eine sehr gute Qualität. Das heißt, da gibt es dann auch spezielle Tools, eben wie gesagt, oder Plattformen, zum Beispiel auch eine kostenpflichtige, die was, was ich jetzt gerade nicht weiß, aber die hat Metronom, Stimmgerät und zum Beispiel PDF-Noten herzuhören, gleich integriert. Das heißt, die hat die Möglichkeiten schon andere und halt eben das ist das Entscheidende im Vergleich zu Skype oder was. Deutlich weniger Zeitversatz, was natürlich oft wichtig ist, wenn ich erst nach der fünften, sechsten Noten, was derjenige gesungen hat, im Grunde da was sagen kann oder die Audioqualität auch nicht wirklich einschätzen kann. Warum eigentlich, sage ich mir selber, oder selber auch oft die Sache, wenn ich was vorsinge oder vorspiele, gar nicht richtig gut hinkommt, da haben dem dann zum Beispiel, oder auch für Bands, zum Beispiel zum Zusammenspielen, Jam-Kassem, Jamalus, Jammer, solche Sachen haben dem da sinnvoll, haben da einfach eine bessere Qualität, vor allem vom Lehrer zum Schüler einmal, was schon einmal gut ist, damit ich da ein wenig das besser herzuhören kann. Für Trainings und so weiter, für Trainings, genau, also die verschreibt im Grunde zum Beispiel du so, wie gesagt, da dann natürlich gern meiden für solche Plattformen, ja, wo man da eben dann am sinnvollsten nutzen kann. Für Trainer ist dann natürlich Zoom oder was sinnvoll. Also wenn ich jetzt ein Kampfsportphysio, wie auch immer, irgendwas herzeige oder Kurse gebe, egal ob jetzt kostenlos bezahlt, habe ich da natürlich mit Zoom ein sehr einfaches Tool, sprich ich bin Moderator, ich mache verschicke einen Link, der braucht es gerade anklicken, 5 Sekunden runterladen, braucht sie nicht anmelden, der große Vorteil. Ja, es werden immer mehr. Servus, Martin, Hans und so weiter. Es sind ein paar dazugekommen, Stefan. Hoffe, es ist ein wenig interessant. Genau, also für Trainer eben zum Beispiel ist dann die Geschichte, da brauche ich mitunter nicht so viel Qualität, aber es ist wichtig, dass ich eben auch denjenigen, der was trainiert, zeigt. Da bitte zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht oder natürlich eben früh damit beschäftigt, Zoom extrem gut an. Ist kostenlos. Über 3 Leute bis 40 Minuten. Das heißt, wenn ich jetzt gleichzeitig mehr als wir 3 Leute im Gruppenunterricht habe, dann kostet es, glaube ich, 16 Euro oder 14 Euro, 14 Euro im Monat. Habe aber dafür 24 Stunden Streamingdauer und kann das auch speichern. Das heißt, kostenlos bis 40 Minuten Einheiten, wenn ich mehrere Leute habe, wenn ich gerade direkt, also Einzelunterricht mache, kostet es gar nichts. Wie gesagt, der Vorteil ist, sehr einfach zu runterladen. Ich kann beim Screensharing eben nur gewisse Sachen freigeben, also nur ein Fenster. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gebe jetzt meinen Webbrowser frei und tue inzwischen, schaue ich irgendwie was nach oder wie auch immer, das zeigt derjenige nicht. Ich habe ein Whiteboard. Ich kann zum Beispiel bei Zoom eben dann auf eine Tafel mehr oder weniger wirklich was zeichnen. Ich kann bei Zoom auf dem Bildschirm auch Sachen markieren. Also ich kann wirklich sagen, da schau her, da kannst du es da. Das heißt für Schulungen und so weiter natürlich sehr sinnvoll. Ich kann Steuerung übernehmen. Das Ganze geht natürlich über so Sachen wie TeamViewer, aber Zoom halt ist für Videogeschichten ausgelegt. Wenn jemand Fragen hat, habe ich dann gerne melden. Genau, also wie gesagt, man hat weniger Qualität, aber eben, und jetzt kommen wir zu dem Coolen, ich habe die Video-Geschichten von den Kundschaften da, also von meinen Leuten, die ich trainiere, von den Teilnehmern, kann ihnen Tipps geben, habe es entweder als Übersicht über alle oder ich habe oben eine Leisten, einfach einmal anschauen, wenn es interessiert, oben eine Leisten, wo ich denjenigen dann auch anklicken kann, groß machen kann und so weiter. Für Künstler, Kabarett und so weiter, und dann kommen wir natürlich zu Firmen auch. Künstler, Kabarett, Lesung, das heißt, jeder, der was jetzt im Grunde mit öffentlichen Veranstaltungen sein Geld verdient hat, egal ob jetzt ein Solokünstler, Band, jetzt ein neues Band ist natürlich auch ein wenig schwer, aber dann später, es wird wahrscheinlich länger keine größeren Veranstaltungen geben, dann kann ich natürlich da eben zum Beispiel Aufzeichnungen machen oder auch wirklich live.
da ist wieder die Frage, so wahrscheinlich genügt im Grunde sogar Aufzeichnung, brauche ich nicht unbedingt Live-Mocker. Kann eben dies natürlich nutzen, Online-Tickets verkaufen oder Spendenkonto, habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, funktioniert auch nicht schlecht. Also im Grunde, die Leute sind doch, nehmen das wahr, so, hey, eigentlich, der hat jetzt ein, im Grunde kein Einkommen. Genau, ist auch mit mehreren Kameras möglich. Kann auch, wie gesagt, können wir auch gerne machen. Wir haben zum Beispiel natürlich auch einen Videomischer, der was mehrere Kanäle hat, also mit 8 Kanäle, dass ich jetzt an mehrere Kameras, Einblendungen und so weiter, professionellen Ton machen kann, wo es einfach, sagen wir, wenn ich jetzt irgendwie wegen einer größeren Geschichte nicht so leicht zum Umsitzen ist. Genau. Ja. Für Firmen, jetzt kommen wir zu den Geschichten, wann natürlich irgendwer Fragen hat, immer gern inzwischen fragen. Bei Firmen ist natürlich das, die werden es jetzt dann eh schon sehr viele nutzen. Viele haben vielleicht ja jetzt noch nicht so gewusst, okay, was kann ich jetzt mit Zoom oder wenn so da, dass das doch mehr Möglichkeiten bietet. Viele haben da vielleicht, sagen wir eben, Livestreaming so nicht so beschäftigt, was kann ich. Es ist im Grunde, es geht da wirklich von Auto mehr oder weniger herzuhören. Natürlich wird das nie eine persönliche Geschichte ersetzen oder an Schauraumführung machen. Wenn ich jetzt ein Hausmess gehabt hätte, ja, geht jetzt nicht, aber wahrscheinlich die nächste Zeit nicht. Ich kann trotzdem eben ein wenig Neuheiten, was weiß ich, ein bruchsicheres Fenster herzeigen mit einer Aufzeichnung oder mit einem Livestream mit Fragen, kann persönliche Beratungen anbieten und Fragen beantworten. Solche Sachen sind da relativ gut möglich. Also einfach einmal überlegen, so was könnt ihr jetzt eigentlich mit Video zu den Leuten bringen. Und man wird bemerken, es geht relativ viel und es taugt auch die Leute. Also die sind froh, wenn sie jetzt dann doch immer auch was tun können oder irgendeine Möglichkeit haben. Genau, Produktvorstellung, ja, Beratung. Bildschirmfreigaben, solche Sachen haben wir auch. Man kann natürlich auch andere Leute zuschalten. Man hat in Zoom die Möglichkeit, dass man mehr oder weniger aufzeigt, dann blinkt das auf, dann weiß ich, okay, derjenige möchte was fragen. Mir kann ich Tickets verkaufen, wenn ich jetzt an wirklich irgendeiner Veranstaltung, da gibt es spezielle Plattformen auch, zum Beispiel Eventbrite, Digistore, wo ich digitale Produkte oder auch zum Beispiel einen Video-Workshop verwenden kann, Darkcast, also gibt es auch ein paar Möglichkeiten, wo eben, ja, relativ gut eben auch zum Beispiel Vorträge oder was gegen eine kleine Gebühr oder wie immer machen kann. Ist eben im Vergleich zu YouTube theoretisch, wenn wer den YouTube-Link hat oder kann man, wenn sie Werbung auskennt, verschicken. Theoretisch ist natürlich sowas auch über YouTube zum Beispiel möglich. Ja, habe ich eh am Anfang schon kurz gesagt, je nachdem, welche Anforderungen, ist einfach da wirklich individuell zum Schauen. Animationen, Videos einspielen, haben wir auch schon kurz geredet. Geht zum Beispiel über Vimeo, geht über OBS, über bezahlte Software, da bietet jetzt an Facebook oder YouTube keine Möglichkeiten dazu. Genau, größere Geschichten haben wir auch schon gehabt. Und jetzt kam man dann eigentlich schon zu der Geschichte, eben wann wer Fragen hat. Einfach einmal fragen. Ich rede inzwischen nur ein wenig weiter, weil, wie gesagt, ein wenig Verzögerung ist. Ich hoffe, es war ein wenig Grundwissen da, also dabei, damit man ein wenig einfach ein wenig weiß, so, okay, was kann ich jetzt und da, welche Möglichkeiten habe ich, was brauche ich. Digistore, bei der Martin Zagelmeier fragt, was kostet Digistore? Ist also, soweit ich jetzt weiß, Digistore hat, glaube ich, am Anfang irgendwie einen Grundpreis von ein paar Euro und dann wird die meisten Plattformen im Grunde ein paar Prozent. Digistore, glaube ich, nimmt 4% oder so, manche nehmen 5%, manche nehmen 2%, 3%. Bei Digistore habe ich den Vorteil, es ist nicht irgendwie an was gebunden. Bei Digistore kann ich im Grunde alles verkaufen. Wenn ich jetzt dann sage, ich möchte eine CD zum Download verkaufen oder MP3s halt, Digistore. Wenn ich eine Videoschulung eben aufzeichne, geht über Digistore an Livestream, alles mögliche. Also Digistore ist wirklich relativ broad gefasst. Eventbrite und solche sind eben zum Beispiel dann wirklich eher für Events und Videogeschichten ausgelegt. Genau. Ja, also wie gesagt, ich hoffe,
habe ein wenig ein Grundwissen, mit manchen haben wir eh schon ein wenig Kontakt gehabt, wann jetzt natürlich wer konkret eben das braucht, beziehungsweise vielleicht auch ich jetzt da zu wenig mitgeben habe können, gern meiden. Also wirklich meiden, dann kann man schauen, ist unverbindlich. Genau. Verlinken, Stefan, weil der Stefan gefragt hat, ob ich die vorgestellten Produkte, Software verlinken kann, die Gratis-Geschichten und so weiter natürlich sehr gern. Bei den anderen muss ich sagen, meldet euch wirklich eher bei den lokalen Händlern oder meldet euch bei mir. Ich tue es jetzt ungern zu Thomann, Amazon und so weiter verlinken, obwohl ich selber dort auch viel einkaufe, aber eben ist wirklich sinnvoll, dass ich einfach mein Musikgeschäft anrufe oder auch gern bei mir nachfrage, so was ist jetzt dann konkret, was brauche ich, und dann tut man mitunter das anschaffen oder vielleicht haben sie nicht genau das da. Weil das hilft natürlich die dann auch. Genau, Martin, Entschuldigung, ich habe euch wieder die Kommentare nicht einblendet. Der Martin fragt, das heißt, muss ich den Preis, Gebühren berücksichtigen, draufschlagen? Genau, ist natürlich, wie kann es natürlich machen, dass ich jetzt keine Gebühren habe, indem ich jetzt sage, ich mache das Ganze über Vorkasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich biete Schulung am Vortrag oder wie auch immer an, dann sage ich zum Beispiel so, passt, Überweisung, wenn die Überweisung da ist, kriegt er halt zum Beispiel eine Stunde vorher den Link zum Livestream oder solche Sachen. Also mit Vorkasse spare ich mir die Geschichte. Sonst habe ich immer Gebühren. Also jeder Online-Zahlungsanbieter, jedes Gateway, wie es nennt, verlangt was. Manche haben gerade 2-3%. Wie gesagt, wenn ich mit Digistore, wo es da so auch nur eine Plattform zur Abwicklung zur Verfügung stehen, kostet ein wenig mehr. Aber selbst wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Online-Shop mache, dann habe ich da, muss ich ans Gateway was zahlen. Zum Beispiel eben Stripe, da gibt es ein paar Anbieter. Die nehmen in der Regel einfach 2-3%, je nachdem, bei Kreditkarten, bei Sofortüberweisung, glaube ich, sind es 2,4, was auch immer, muss ich berücksichtigen, per Vorkasse oder natürlich, was weiß ich, Barzahlung oder wie auch immer, Abbuchung, spare ich mir das natürlich. Genau, also gerne noch Fragen stellen, wer noch was hat. Wann natürlich eben jetzt wer konkret was braucht, gern meiden. Wir haben jetzt dann überlegt, oder ich habe überlegt, dadurch, dass für oberösterreichische Firmen eigentlich eine relativ gute Förderung gibt, genau für solche Sachen, eben Werbeberatung oder auch Livestreaming, wie auch immer, so Werbekonzepte, was kann ich jetzt da, für was kann ich es nutzen? Es gibt 750 Euro konkret zurück, 75%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel um 1000 Euro Beratung, was auch immer, nutze, dann kriege ich 750 Euro zurück, brauche also nur 250 Euro zahlen. Ist natürlich interessant, gerade wenn ich jetzt dann wirklich konkret und mehrere Fragen einfach habe, dass man sich sowas genau anschaut. Ist natürlich, ich glaube, es ist, man muss irgendeinen Mindestbetrag gibt. Aber eben auch so einfach einmal unverbindlich meiden. Es ist, habt ihr gesagt, ich gebe da jetzt auch schon relativ viel weiter. Natürlich freue ich mich, wenn sich wer meint, wenn wer konkret was braucht. Wie gesagt, eben die Förderung kann ich dann auch natürlich unverbindlich einfach einmal zuschicken. Ja, ich hoffe, hat ein wenig was gebracht, war ein wenig interessant. Die nächsten Streams, jetzt habe ich mit Termine schon ein bisschen früher überlegt, es wird am Freitag gleich der Workshop sein, also das Webinar zu Website-Online-Shop, welche Möglichkeiten habe ich da mit Shopify, mit so kostenlosen Tools, oder es sind da ein paar Marktplätze, wo sie jetzt aufgemacht haben, wo ich mitunter was reintun kann. Am Montag wird es dann gehen, jeweils um 16 Uhr wieder. Am Montag geht es um Online-Offline-Marketing, in erster Linie natürlich Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Facebook-Werbung, Website bzw. generell Werbung im Internet, welche Möglichkeiten, zum Beispiel mein Google-Eintrag. Der Martin schreibt gerade eben zur der Förderung, gibt es auch bei ihm natürlich Geschichten, er fällt auch als Unternehmensberater da rein, also auch gern bei ihm melden.
Genau, und am Mittwoch gibt es eben dann das Live-Video zu Werbemöglichkeiten, das heißt generell einfach allgemein Bank-Infos. Die Sachen sind natürlich immer allgemein können, also es ist immer konkret dann natürlich oft sehr sinnvoll, dass man es einfach wirklich für die jeweilige Branche oder Themen anschaut. Eva hat noch gefragt, gibt es das auch für andere Bundesländer? Eben, ich wisse dabei leider nichts. Also ich wisse jetzt dabei im Code von der Wirtschaftskammer Oberösterreich, die was das für oberösterreichische Firmen braucht hat. Für die anderen eben, ja, genau, weiß ich leider nicht. Vielleicht bringen sie auch was. Ich weiß, Wern oder Niederösterreich hat irgendwas anderes braucht für Werbung, irgendeine Geschichte. Aber Oberösterreich, eben ich wisse jetzt nur für Oberösterreich. Gut, dann warte nur ein bisschen, wann Fragen kommen. Nur einmal zusammengefasst, die ganze Sache. Grundlegend, sagen wir mit Handy, Skype und so weiter, nicht schlecht. Wichtig eben bei den Einstellungen schauen, das Mikrofon zum Beispiel beim Musiker oder was, dass sich das nicht automatisch ausspiegelt. Dann kann ich natürlich mit besserer Technik das relativ gut gleich einmal verbessern, eben zum Beispiel eben mit Mikrofon, mit Licht und so weiter. Dann habe ich natürlich eben die Möglichkeit, dass ich jetzt an Veranstaltungen, Meetings und so weiter online mache. Je nachdem, was ich brauche, ist Tool zum Auswählen, Animationen, Software und so weiter, eben dann zum Beispiel OBS Studio und so weiter. Und genau, wer eben dann Fragen oder konkret was braucht, gern melden. Und sonst hoffe ich, dass ein wenig Info dabei war.